Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheit oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Promi-Flash hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich mir sowas nicht alleine tun kann, sicherlich will mit rein. Link zu diesem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch den Link zu meinem zweiten Kanal, falls der erst gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr mir dort ein Abo raushauen würdet, als auch der Link zu meinem David Art Kanal, wo ihr euch meine Comics-Seiten nochmal anschauen könnt, sowie auch der Link zu meinem aktiveren Twitter-Kanal. Ja, und diese Meldung zum Thema Autismus trägt den Titel Amy Schumer, Autismusdiagnose bei Sohn ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber gut, da dieser Junge ja erst zu jung ist für eine Diagnose, weil es heißt ja, dass man mit 6 Jahren erst zur Diagnose geschickt werden sollte. Ja, eine Diagnose sei frühestens sowieso erst ab 6 Jahren üblich. Na gut, üblich heißt ja nicht Pflicht, also wie die Schulpflicht, kann man halt nicht vergleichen. Aber für die Einschulung, so war es bei mir so, muss man halt eine Diagnose vorlegen. Sonst wird man da nicht angenommen. Aber gut, fangen wir nicht lang rum, los geht's. Amy Schumer spricht offen über die Möglichkeit, dass ihr Sohn Gene, David Fisher, mit der Entwicklungsstörung Autismus diagnostiziert werden könnte. Die Hollywood Beauty offenbarte 2019 in einem Interview, dass ihr Ehemann Chris Fisher das Asperger-Syndrom hat. Im selben Jahr hatte das Paar sein erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen dürfen. Dem kleinen Gene könnte die Autismus-Spektrum-Störung vererbt worden sein. Und das ist sogar ziemlich wahrscheinlich, wie Amy in einem aktuellen Podcast ansprach. Natürlich ist es erbbar. Na gut, lesen wir weiter. Am Donnerstag war die diesjährige Oscars-Moderatorin zu Gast im Podcast Dear Chelsea mit Komikerin Chelsea Handler. Darin erklärte Amy, die Statistiken deuten ziemlich stark darauf hin, dass er höchstwahrscheinlich mit Autismus diagnostiziert wird. Es liege jenseits ihrer Vorstellungskraft, wie Eltern damit umgehen, wenn ihr Kind eine schwere Form der Entwicklungsstörung haben. Erstens mal, kommt nicht mit Formen. Zweitens, ob schwer oder nicht schwer, trotzdem ist das nicht in Ordnung, das so zu formulieren. Aber weiter geht's. Aber wenn Gene es haben sollte, werde ich auch nicht so krampfhaft nach Anzeichen schauen, dass es mich fertig macht, stellt sie klar. Da würde ich mal sagen, akzeptiere das Kind so, wie er ist, dann fühlt sich das Kind wohl. Weiter geht's. Eine Diagnose sei frühestens sowieso erst ab 6 Jahren üblich. Man könnte zwar schon Zeichen erkennen, aber die Diagnose kommt, wenn dann erst später. Ich kann ehrlich sagen, dass ich so oder so keine Präferenz habe. Man will einfach nur, dass seine Kinder gesund und glücklich sind, schloss sie ab. Und wir haben hier ganz viele Fotos von ihr. Da gucken wir doch mal rein. Oh, Moment. Amy Schumer und Jennifer Lawrence bei den Golden Globes im Januar 2016. Und 5 Jahre später sind diese beiden dann bei einer Demo im Oktober 2021 zu sehen. Und was steht da? Abortion is essential. Und ein Foto von September 21, Amy Schumer, Recovery Mode on. Wo kriegt man halt so ein T-Shirt her, Filmherrn? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wo ich sowas erwerben kann. Sind Amy und ihr Mann Chris nicht ein tolles Paar? Wie lang geht die Fotostrecke noch? Oh, ach du meine Güte. Machen wir weiter. Hier haben wir sie mit ihrem Sohn Jean. Meine Güte, wie viele Fotos gibt's denn noch? Und eine schöne Geburtstagstorte mit einer Kerze drauf. Und Kaiserschnitt?
Also, von diesen. Na gut, ich habe immer Angst vor. Oh, Hilfe. Schon beim Wort Kaiserschnitt alleine. Ich weiß, wie ein Kaiserschnitt aussieht, bei der Geburt, aber. Ich finde es halt gruselig, wenn bei einer Frau was aufgeschnitten wird, nur um das Kind zu befreien, wenn es nicht durch den normalen Geburtskanal hier rauskommen kann. Ich weiß nicht, ob ich das als werdender Vater überleben könnte. Ob in Ohnmacht oder. Oh. Na gut. Ich will gar nicht so darüber nachdenken. Oh! Ist ja schon zu Ende! Das hätte ich ja nicht erwartet. Tja, was soll ich dazu noch sagen, Leute? Also, es ist ein kurzer Artikel. Und die postet richtig viel. Also, sie hat bestimmt bei Instagram auch Awards bekommen. Und ich würde mal sagen, schreibt es gerne in die Kommentare, was eure Meinung zu diesem Artikel ist, als auch hier das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann vielleicht morgen wieder, wer weiß. Ciao, Leute!